Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Moment, GTA 4? Ich muss kurz aufstoßen. Unglaublich. Und hier ruckelt es erstmal natürlich. Boah, die Temperaturen, wa? Es ist wie hier im Spiel. Scheiße, scheiße warm. Und das spiegelt sich dann auch ein bisschen in meinem System wieder. Ich habe mir da jetzt mal so was besorgt und habe mir mal einen neuen Lüfter geholt. Ich hoffe, damit wird es besser, weil das ist ja unglaublich. Was machen wir? Was machen wir? Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Also eine Woche, anderthalb, zwei, irgendwie so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall macht meine Katze da schon wieder Blödsinn. Monty. Die guckt mich gar nicht an. So, jetzt hat sie mich gesehen. Jetzt geht sie schnell aus der Küche raus. Ja. Nix Küche. Küche böse. So. Jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, wir machen... Was machen wir denn? Ja, Mensch, was machen wir denn? Ich glaube, ich setze mir hier mal den Wegpunkt einfach hin. Und ich glaube, so viele Missionen sind es auch gar nicht mehr. Ich glaube, es sind 85, 86 Missionen, nachdem man sich halt entscheidet. Oder 84, keine Ahnung. Dann sind wir schon gut dabei, würde ich mal behaupten, ne? Ich möchte aber mal ganz kurz gucken. Bell, da habe ich gerade mal 25%. Bernie, ja gut, da kann ich jetzt auch hin. Gary habe ich 40, da kommt noch was, da müssen wir noch eine Olle. Ach stimmt, ha, wir müssen ja auch noch ins Dings, oder? Ins Bums. Ins Dingsbums. Moment. Wo ist denn eigentlich, wie hieß er denn nochmal hier, unser Fat Tony? Der gar nicht, Ray, genau. Ach, da sind wir fertig. Gary, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich glaube nämlich, wir kriegen einen Telefonanruf. Geil. Nico, I told Jimmy P about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah, he's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in West Dyke. Alles klar. Das ist der Telefonmann. Ne, Pegorino. Pegorino! Ist ein neuer Bursche. Zunächst will ich aber mal hier geruckelt haben, weil ich finde das immer extrem geil. GTA 5 wurde ja, ich denke jetzt mal, naja, offiziell bestätigt, glaube ich noch nicht, habe ich zumindest nicht gelesen. Allerdings steht jetzt überall der 28.10. Das ist natürlich ein super geiles Datum, weil das genau... What the fuck? Was will er schon wieder? Nico, zieh ein paar respektable Klamotten für das Treffen mit Jimmy an. Anzug, Krawatte, Schuhe. Du weißt, wie der Hase läuft. Das volle Programm. Du habe ich gerade erfunden. Das stand da gar nicht. Aha. So, ich möchte erstmal ganz kurz hier... Oh, da war wieder so ein blauer Typ. Sollte ich nicht? Wir müssen doch, aber vielleicht kommt es auch später. Ich lasse das erstmal so ein bisschen alles auf mich wirken. Ne? Wir gehen hier erstmal raus, wir fahren jetzt zu dem blauen Typen. So, jetzt Plan geändert, scheiß drauf. Ja, zieht erst so scheiße. Ich feier gar nicht mit X. Boah, irgendwie fährt das Ding gerade übertrieben dreht. Was ist denn jetzt schon wieder? Nico, ruf mich an, wenn du Kohle brauchst. Nein, brauche ich nicht. Dankeschön, mein Freund. So, wer ist denn hier? Was bist denn du für einer? Eines. Du bist ein S-Wesen. Können wir den Helm ablegen? Danke, Nico. Ja, einfach auf den Boden schmeißen. So läuft der Hase nämlich. Nico! Nico! Hey, do I know you? Yeah, you know me. Charisse? Echt? I used to go out with Dwayne. Ah. You know you. I spared you? Yeah. Why did you stop me? What do you want? Well, I just wanted to say thank you, you know, for your kindness. I'm not always kind. Don't worry about it. What are you up to? Well, after what happened, you know, I just wanted to change my life, turn things around. You know, no more gangbangers and drug dealers. Turn over a new leaf, you know? Good for you. Yeah, and things was... They were going pretty well, but I like danger. The only thing is, danger don't like me. Hey, hey.
What's wrong? Nothing. It's my own stupid fault. I deserve to be hit. Who's hitting you? My boyfriend. Please don't do anything. I'm not going to kill him. I'm just going to teach you not to hit women. Ja. Am besten bringen wir ihm das bei, wenn wir ihn töten, finde ich. So, okay. Ach, sie kommt mit? Ja, Bubbe, komm rauf auf die Bike, ne? Fahren wir zusammen. Ist kein Problem. Ja, schön. Ja, Motorradfahren in GTA ist, wie man sieht, relativ schwer. So, Puppe, komm ruf. Alles safe hier, ne? Alles safe, du weißt Bescheid. Wenn du fällst, kein Problem, nie schreien, alles wird gut. Papi ist ja da. So, ach so, hier ist er schon. Halt, Taxi, stopp, bitte. Ich muss genau hier parken. Wait here, I'll teach him his lesson. I teach him his lesson. So, wo wollen wir zu ihm hingehen? Da hinten steht er, der Bursche. Ne? Ja, die Kackspalte. Hey, you think beating women is cool? Hell, you talking about Cherise? How that bitch expected to learn if I ain't giving her the stick? Yeah, I give her the carrot as well, but she don't complain about that. You won't think this is so funny when you're the one crying like a bitch. A bitch gotta learn and then be on. Hallo. Scheiße. So geht's nämlich. Bam. Bam. Ich hab vergessen, wie man schlägt. Ah, so. Hey, du kleine Pussy, hä? Was los? Ah, ich würde ausweichen. Jawohl, und jetzt gibt's hier nämlich direkt mal ein Doppel... Oh. Hallo, Nico. Du bist voll scheiße, du musst auch ausweichen, wenn ich drücke. Fuck. Scheiße, ich bin nicht down. So, wir hauen jetzt einfach drauf. Ja? Jetzt schleich dich. Ja. Am besten wirst du homosexuell. Dann hast du da keine Probleme mehr mit, mein Freund. He ain't going to beat you no more. Get out, away from here. I gave you a chance when I first met you. Use it. I'm gonna try. That's the least I can do. See you. Ja, hoffentlich nicht. Ich möchte dich nie wieder wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nee, auf nie vergessen. Nico, I got a grieving mother to look after. I don't want to worry about you not kidnapping some Guido bitch like you've been asked to do. Hey, Packy, I had other stuff to do. I'll get on it, alright? I'll speak to you soon. Ja, aber wie kann ich denn die jetzt... Ach, weiß ich doch nicht, wie das geht. Halt mal an, Taxi. Wie geht das denn? Wie... Ach, scheiße. Fuck. Warte kurz, wir haben doch einen Termin gehabt, oder? Oder nicht? Hm. Scheiß, die Wand an. Where you going, man? Willkommen, man. Ich möchte gerne da, man. Und ein bisschen pronto, mein Freund. Ein bisschen pronto. Wir haben nämlich keine Zeit. Ja. Ich hoffe, man hört den Lüfter nicht, ey. Der ist mega laut. So, dann gehen wir mal an das Telefonapparätchen. Das kennen wir ja noch aus GTA 3 und aus GTA dem anderen Ding da. Yo, I hear you've been rolling with Cherise, Nico. You too tight now? I bumped into her, man. I helped her out with the problem she was having. So, if you ain't no item, it ain't like that, is it, Nico? Nah, man. Don't worry about that. She's not my type. We'll hang out soon. Oder auch nicht. Wir müssen nämlich jetzt telefonieren. Hello. I'm a friend of Phil's. Nico Bellic, I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something for me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Okay.
mit meinem Leben? No problem. Dein Kontaktmann wird dir für jeden Job Waffen und kugelsichere Westen zur Verfügung stellen. Das finde ich nett. Alles klar, dann wollen wir uns die mal schnappen, weil eine kugelsichere Weste kann ich definitiv gebrauchen. So viele Missionen sind es bei ihm eigentlich auch gar nicht. Ach komm, die Schrotte kannst du behalten, mein Freund. I don't need this, you know? I don't need this. So, dann gehen wir mal die Karre. Ja genau, get out the car, man. Das ist mein Auto. Ich möchte nichts anderes von dir hören. Na dann. Ja, wo war, genau, ich hatte ja erzählt, GTA 5, 28.10., dann kommt es ja mit Assassin's Creed gleichzeitig raus. Ich bin mal gespannt auf das Spiel. Haben wir noch Zeit. Also ich denke, ich schaffe das noch, dann GTA 4 durchzuspielen. Vielleicht habe ich dann noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Pause machen. Ups, ups. Bevor GTA 4 kommt. 5 natürlich. GTA 4 ist ja schon draußen. Aber das werden wir sehen, denn ich muss ja erstmal die Add-ons spielen. Bald. Ja, die kommen nämlich bald. Bald, bald. So, schalte die Zielperson aus. Ja, Moment doch mal bitte. Wo sind sie denn? Stehen die da alle so auf dem Haufen oder was? Das, BAM! Oh. Oh. Er ist noch nicht tot. Oh. Aber ich bin gleich tot, das ist natürlich jetzt voll ärgerlich. Ja, das Geile ist, dass sie nicht sterben, wenn man die umfährt. Was ist los mit denen, ey? Oh fuck, der war nicht gut. So, der ist down. Okay, ich habe das Ganze hier falsch angegangen. Ich muss nochmal weg. Oh fuck, der ist direkt neben mir explodiert. Das war nicht so geil, muss ich sagen. Das war jetzt nicht cool. So, gut, so machen wir es nicht. Wir machen es jetzt anders. Ich dachte, das wären die drei People, die da nebeneinander stehen, aber nö, anscheinend nicht. Gut, pass auf. I need a taxi. Halt, du Pissnäcke. Toll, jetzt habe ich mein Taxi wegen dir verpasst, du Arsch. Du Arsch, du. Boah, das ist voll weit, aber ich bin bei dem Pergarino am Start, aber ich habe leider no Cravat an, ne? Und ohne Krawatte geht's da nicht zur Sache. So, ich bräuchte ein Taxi. Taxi! Es ist kein Taxi da. Dann muss mir Roman mal wieder helfen. Roman, it's Nico. I need a cab. I need a cab. Was? Spaß. Ich hasse dich. So, Moment, wo ist der denn jetzt? Wo ist denn jetzt hier? Da ist ein Taxi. Taxi! Taxi! Stopp! Stopp the cab! Ach komm, nur weil da einer drin ist, kann ich ihn nicht einfach rausziehen, dann ist es... Warte. So, mein Freund. Du raus, ich rein, ja? Du kannst laufen. Ich möchte gern dahin, so aber ein bisschen schnell mal wieder. Und jetzt, wir machen das jetzt anders. Wir machen es jetzt richtig professionell. Pass auf. Es sieht jetzt nämlich wie folgt aus, dass ich wieder hier hinrenne. Derelict Target. Ich werde das auch überspringen, weil das hatten wir ja gerade schon. Ja, machen wir überspringen. Blubbeli, blubbeli, blab. Alles klar. Und ich muss auch immer, das Geile ist, ich darf auch, glaube ich, immer hierhin zurück, um das abzugeben. Finde ich geil. So, wir haben... Warum holen wir eine an... Naja, ist ja egal. What the hell is that? Das ist eine Waffe, du Arsch. Halt, du musst anhalten, ist rot. Ne? Bei rot, halten. So, mein Freund, geh mal raus hier. Ja, ist jetzt mein Auto. So, weiter geht's. Eigentlich könnten die auch einfach den Schlüssel mit rausnehmen. Oder die hätten so einen Schlüssel, wo du gar nicht mehr ein Zündschloss brauchst, sondern... Ups. Oh, das war knapp. Der hat ganz knapp überlebt. Wo man, wie heißen die Dinger? Das elektrisch sozusagen macht. Das wäre ziemlich fett. Alter, was ist denn hier los?
waschen hier los? Das ist ja unglaublich. Oh, oh. Habt ihr ein Glück, dass da ein Haus steht, ey, sonst werdet ihr alle tot. Aber richtig. So, ich werde jetzt versuchen, von etwas weiter entfernt zu töten. Ja, der Wagen, der hat auf jeden Fall eine extrem geile Bremse. Die funktioniert auch sofort. Ja, ist super. Hat auch eine super geile Kurvenlage, vor allem wenn man keine Kurven fährt. Dann fährt der super kurvig. Ist extrem geil. Stehe ich schon ein bisschen drauf auf sowas. So, ich würde sagen, wir halten hier einfach mal an. Gut eingeparkt, genauso muss das sein. Und jetzt geht's los. Moment. Ich habe hier nämlich einen Snipperino am Start und mit dem schnippern wir die jetzt, versuchen wir zumindest mal weg. Also einen müsste ich schon mal wegsnipern können. Das ist nämlich der. Was? Ihr schießt auf mich? So, du. Oh, aber den habe ich nicht getötet, ne? Damn. Ich hab da schon... Naja, du schießt mal weiter, da warte. Oh. So. Sorry about this. Es tut mir furchtbar leid, dass ich euch getötet habe. Ja. Was? Schießt du auf mich? Ey, Kumpel. Komm mal hoch mit deiner Birne. Los. Hoch mit der Birne, habe ich gesagt. Nicht mit dem Arm. Hör mir doch mal zu. Ich habe Geduld, ne? Leider ist meine Geduld jetzt erschöpft. So, dann wollen wir mal schauen. Ich dachte gerade, da steht einer. Wollen wir mal gucken. Das Problem ist... Was? Stirb. So, du bist tot. Du noch nicht, aber dafür können wir sorgen. Bist du jetzt tot? Ja, du bist jetzt tot, alles klar. Sind noch mehr Leute, die auf die Fresse wollen. Das ist nämlich das Blöde, ich weiß gar nicht, wo die alle stehen, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Lol. Oh, du siehst ja geil aus, du schimmerst so cool. Was denn du für Lack- und Leder-Outfit? So. Ja, ist gut, mein Freund, ne? So, schießen wir noch mal ein paar Mal in den Arsch. Dann läuft das auch. Moment. Ich muss nachladen. Oh fuck, der ist nicht tot. Bestes Versteck ever, das hat der Typ uns unten ja gezeigt. Also hier ist man definitiv sowas von safe. Da kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Wo ist er denn? Ist er jetzt hier runtergefallen? Tatsache. Stirb. Was schießt denn da? Was ist mit dir los? Finde ich nicht in Ordnung, sowas hier noch. Die Polizei ist aber hinter mir her, das verstehe ich nicht. Sag mal, wo ist der Typ denn? Willst du mich verarschen? So, du bist tot. Ist hier noch einer? Hm. Da hinten ist noch einer. Ach komm, nicht einmal Kopf getroffen. Kann überhaupt nicht sein, ey. Ey. Hör auf zu schießen. Und mehr Kugeln im Magazin, Junge. Ach, wie habe ich in den Kopf nicht getroffen? Hallo. Come on, bitches. So. Aber wobei, das waren nicht die da hinten. Explodiere doch, du Scheißding. Ach, aber der ist tot. What? Weg. Ich muss doch noch Polizisten töten. Ich bin doch so ein friedfertiger Mensch eigentlich. Aber aus selbst Schuss, kommen die hoch, ne? Aber oh, wir sind immer noch nicht ganz oben, lol. Arsch. Chongra! Hori abra! So. Was? Hilfe! Ja, genau!
Musst du jetzt telefonieren? Können wir das nicht gleich machen? Ach hier. Yeah. Oh, jetzt muss ich mich auch noch rauskämpfen, sonst geht das Ding nicht. Oh. Wir schießen jetzt schon wieder. Moment. Boah, was die auch aushalten. LOL. Ich sehe meinen Tod schon kommen. Scheiße, ich werd nicht überleben. Der ist nicht tot. Nein! Du Wichsknödel! Scheiß doch die Wand an. Ach, das ist doch behindert. Das ist so eine behinderte Mission, ohne Scheiß. Weil jetzt muss ich den ganzen Kack ja theoretisch nochmal machen, weil ich hab's ja nicht... Wobei, nehmen muss ich gar nicht, oder? Wir boxen mal hier ein bisschen rum. Zack, 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 irgendwie irgendwas. Ich verabschiede mich aber an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass die Mission geklappt hat. Wir haben ihn ja theoretisch angerufen, ich hab's aber unterbrochen. Ich musste ja, ich wurde ja angegriffen. Wir gucken mal, wir gehen einfach nochmal zu ihm. Wenn wir das gleiche nochmal machen müssen, dann haben wir voll Spaß. Bis dahin allerdings, haut rein, Leute.